Hallo zusammen, ich bin Valerie von der Swiss. Wir haben Sommer, das heisst, es ist Hochbetrieb für uns. Wir fliegen heute nach Palma, kommen mit und schauen, was das für uns Flight Attendants heisst. Jetzt gehe ich ins Briefing und treffe meine Crew und finde heraus, auf welcher Position ich arbeite. Ich mache das Geli in der Eco und bereite eigentlich alles vor, damit der Service in der Eco passt. Summer Operations bedeutet, dass wir viele Passagiere haben. Es sind auch ein bisschen mehr Schlangen vielleicht beim Flughafen. Das heisst, vielleicht sind sie ein bisschen mehr gestresst. Und wir versuchen, ihnen den Flug möglichst angenehm zu gestalten. Liebe Gäste, herzlich willkommen an Bord. Bitte verstauen Sie Ihr Handgepäck auf und Ihren Vordersitz. Eigentlich, sobald wir auf den Rollen und dann kommt Cabin Crew Prepare for Departure. Dann tun wir uns eigentlich im Kopf überlegen, was kann passieren, wie heissen die Leute, mit denen wir fliegen, was ist die Sprache, wo die Leute hier reden, welche Station bin ich, was würde ich mitnehmen im Fall der Fälle. Es geht auch darum, dass wir einfach prepared sind, dass wenn etwas passiert, dass es einfacher zum Abrufen ist eigentlich. Es wird mal mehr, mal weniger verkauft, aber man hat jetzt auch gemerkt, wir waren recht lange in der Kabine und haben Sachen verkauft. Drum. Je nachdem, wenn es etwas kürzere Flüge sind, dann noch die Challenge mit der Zeit. Man merkt, es geht auf Mallorca, wir haben etwas mehr Bier verkauft als sonst auch. Und ja, die Leute haben Freude. Wenn jetzt nicht unbedingt das grösste Lachen auf dem Gesicht ist, amigs sieht man es den Leuten schon an, oh, der ist jetzt gestresst und der braucht vielleicht ein bisschen mehr Hilfe, ein bisschen Unterstützung. Viel Empathie mit den Menschen, dass man versteht, sie haben auch den Stress, bevor sie auf den Flieger kommen schon und nicht erst, wenn sie an Bord sind. Probieren ein bisschen mehr Geduld, dass sie sich auch ein bisschen beruhigen können und den Flug geniessen können und einen schönen Start in die Ferien haben. Palma. Das Schöne ist, auch wenn es Probleme gibt im Sommer beim Fliegen, dass wir ihnen helfen können, es zu lösen. Also wir sind natürlich auch ein Ansprechpartner auch auf dem Flug für die Passagiere. Aber sie zeigen meistens auch viel Verständnis, wenn man ihnen erklärt, wieso alles ein bisschen länger geht. Und steigen meistens aus mit einem Lachen im Gesicht. Und das ist das Schöne zu sehen, vor allem im Sommer. Also Tipps für die Passagiere ist sicher früh genug am Flughafen kommen. Dann hat man nämlich auch nicht den Stress, weil die Schlangen sind halt schon länger im Sommer als im Winter. Und dann geht das alles auch mit viel Geduld, dass sie dann ankommen an ihrer Destination. 20. Wir sind jetzt fertig mit unserer Rotation. Jetzt geht es zurück ins Operations Center, wo ich die anderen Flight Attendants treffe, um mich auszutauschen.